Das Böse begrüße euch herzlich zurück hier bei Sinner Sacrifice for Redemption. Ja, wir sind hier quasi in unserem Hut, wenn man so will, in unserem Nexus. Und hier sind wir in der letzten Folge gelandet und haben den ersten Boss herausgefordert. Was zum Teufel geht dann eigentlich hier ab? Ich glaube, von hier kam ich, ne? Ich glaube, das ist so der Weg, den man hier eingeschlagen hat. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, was wir jetzt machen. Was haben wir denn hier? Berühren. Fauler Yordo, kannst du das Ende aller Dinge sehen oder die Leere des Jenseits? Der Dieb, der Mörder, der Eindringling, Reichtum, Macht und Ruhm. Alles ist zu Staub geworden. Eure Hoheit, mein König, tut, was getan werden muss. Treibt die Welt in den Abgrund und lasst den endlosen Traum verblassen oder so. Nee, erstmal noch nicht. Ich möchte erstmal gucken, was überhaupt noch so ist. Neidische Levin Undok. Sie wurde angebetet und vermehrt. sorry. Naja, lest halt selber. Nein. Was haben wir hier? Unersättlicher Kamberluche oder so. Okay. Interesting. Das war Faistilus. Den haben wir letztes Mal gemacht. Was haben wir hier? Stolzer Rhodes. Rhodes, ich weiß nicht. Ich überlege noch, was ich jetzt hier als nächstes mache. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was man hier auch jeweils dann... Lüsterne Chanel. Da sehe ich mich. Okay. Vielleicht wäre das eine Option. Ich weiß es nicht. Das hier sieht irgendwie... Zorniger Angron. Klingt alles sehr interessant. Das Problem ist jetzt, ich weiß natürlich nicht, was jetzt hier jeweils das Opfer ist, das man bringen muss. Aber ich glaube fast, ich werde mich wirklich mal... Weißt du das hier? Nee. Du hier, ne? Du lüsternes Etwas? Komm, gönnen wir uns das, oder? Was opfern wir dieses Mal? Mein Controller vibriert. Das ist schon mal eine interessante. Dein Schild wird zerspringen, sobald deine Verteidigung durchbrochen wurde. Okay. Heißt es, gilt das nur für den Schild? Oder ist das auch eine Sache, wenn ich ausweiche? Ich habe keine Ahnung. Finden wir es raus? The Wanderer's bravery had captured her heart. She sacrificed much to follow him. Yet, their journey demanded everything. Comfort, love, sanity. Soon, nothing remained but desire and fear. The seeds of lust had taken root, and she had become its avatar. Hi. Oh, Mondsee, geil. Sind wir hier in Bloodborne oder was? Was macht sie da? Ich weiß nicht. Also man kann auch parieren. Ich weiß aber nicht wirklich, okay, wie effektiv das ist. Was ist das, frage ich mich. Aua. Ja, nee. Lass mich mal kurz in Ruhe. Danke. Echt nett. Au. Au. Ist das frostmäßig oder so? Okay, die Musik ist irgendwie creepy. What the fuck machst du da?
Schlechter Zeitpunkt zum Heilen. Tatsächlich. Holy shit. Coco Chanel, das ist aber nicht in Ordnung, was du da mit mir machst. Ja, fordern wir normal raus, ist ja klar. Wow, aber die Kulisse hier ist schon echt wunderschön, muss man sagen. Was? Okay. Ja. Mhm. Ja, okay. Das war ja richtig scheiße. Hm. Das verspricht sehr, sehr interessant zu werden. Also mal ohne Scheiß, diese Kulisse hier ist richtig geil. Irgendwie stimmungsvoll. Oder nicht? Also ich finde schon. Also gerade so mit dem hier, das sieht irgendwie geil aus. Kann mir nicht helfen. Au. Alter. Ausdauer bitte einmal. Ey, sag mal, Alter. Diese Delay-Geschichte war schon geil gerade, muss man sagen, von ihr. Ah, zu spät ausgewichen. What? Was war das? Bin gerade nicht sicher, was sie da gemacht hat, um ehrlich zu sein. Ach, scheiße. Keine Ausdauer mehr gehabt. Ganz schlecht. Hol halt 20 Jahre aus zum Werfen, oder? Was ist das hier eigentlich? Okay, ich hab da irgendwas geworfen, nicht sicher was, aber okay. Okay. Triffst mich also auch hier durch. Ist okay. Was ist das? Bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Okay. Oh, das draint aber meine Energie hier runter, wenn ich meine Waffe auf Feuer habe. Au. Oh, fuck. Help! Was? What the? Was genau ist hier gerade passiert? Hier weiß ich jetzt gerade nicht so richtig, wie ich dem beikommen soll. Scheiße. Gar nicht gut. Das ist auch so ein bisschen schwierig für mich, irgendwie zu erkennen, wann ich da ausweichen kann und wann eher nicht so. Thank you.
mir ehrlich nicht sicher. Okay. Es hört aber irgendwann wieder auf. Das ist gut. Hä? Was ist das jetzt? Aua. Was? Ich muss erstmal gucken, was die überhaupt noch weiter macht, so. Okay, nice. Da hing ich mehr fest als alles an Scheiße. Okay, da brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Also man kann ihr ganz gut mit Parries beikommen. Das Problem ist halt, diese restlichen Attacken kann ich jetzt im Moment noch nicht so richtig lesen. Das war ganz gut. Manchmal kommt man auch nicht schnell genug weg. Das ist dann so echt ungünstig. Da hat sie mich trotzdem getroffen, okay. Was zum Teufel ist denn hier jetzt gerade los? Was waren das jetzt schon wieder für komische Muster? Das kannte ich jetzt so auch noch nicht. Okay. Mich überraschen ihre Kicks dann irgendwie immer total. Sie lässt die Dinger dann erscheinen, oder wie? Ja. Mhm. Das lief ja super, nicht? Nur einmal raufhauen vielleicht. Oh, scheiße, jetzt fängt an, meine Nase zu nucken. Alles klar, meine Nase zu jucken, wollte ich sagen. Okay, das habe ich zu spät für mich bemerkt. Wenn sie so komisch leuchtet so ein bisschen, dann muss man weg. Beziehungsweise ausweichen prinzipiell. Das Tracking von diesem Scheiß ist halt auch echt richtig pervers, ne? Er wollte schon sagen, scheiß Timing zum Heilen. Du kommst halt teilweise auch nicht so richtig wieder weg dann. Also das ist so ein bisschen schwierig manchmal. Ich weiß auch noch nicht, ob es klüger ist, zu ihr hinzurollen dann oder weg. Meistens ist es ja eine gute Idee, auf den Gegner zuzurollen, beziehungsweise dann zur Seite oder so. Hier bin ich mir jetzt noch nicht sicher, wie es ist.
Ich hab ehrlich keine Ahnung, wie man dem ausweichen soll manchmal. Das ist so ein bisschen random gefühlt. Okay, zur Seite ausweichen scheint hier auch wieder besser zu sein. Aber sie hat sehr, sehr geile, Scheiße, Waffen. Sie hat sehr geile Scheiße, weiß ich nicht, ich habe ihre Scheiße noch nicht gesehen. Und ich habe jetzt auch nicht so das größte Bedürfnis, Scheiße, das zu ändern. Was ist das? Okay, das ist eine AOE, natürlich. Why not? Ja, natürlich war das wieder eine scheiß Idee, genau dann zu heilen. Also weiter als bis halbtot hatte ich sie bis jetzt auch noch nicht, ne? Ah, Nase kratzen ist wirklich echt belastend in so einem Fight. Ich hasse das immer. Es ist egal in welchem Spiel, ich habe das auch, wenn ich Rocket League spiele oder so. Boah, diese Musik, ne? Das ist halt schon irgendwie geil. Ey. Manchmal weiß ich nicht, was mir dann noch Schaden macht danach. Ja. Was war das denn jetzt schon wieder? Wie schnell kann sie mich denn dann bitte eineisen? Ist ja gefühlt keine Chance, dem dann irgendwie zu entkommen, wenn du dich da dran stehst. Aber ich dachte mir halt, es ist vielleicht besser. Also wenn man halt zur Seite ausweicht. Warum trifft mich das? Ich hätte halt gedacht gerade, ich bin wieder rechtzeitig ausgewichen, aber offensichtlich bin ich das nicht. Halt dich einmal. Dankeschön. Aber ihre Moves schon auch irgendwie geil, muss ich sagen. Ach, scheiße. Wow. Okay, krass. Haben wir es denn jetzt? Ja, nice. Scheiße. Einmal in Straucheln gekommen. Diese Attacke erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls 3 Aldridge. Mein absoluten Hassboss in dem Spiel. Okay, ich dachte, ich kann vielleicht wieder parieren, aber... What? Ich kann die... Okay, ich glaube, den Kick kann ich nicht parieren, nicht sicher. Erstmal Ausdauer ein bisschen tanken. Ganz wichtig.
weiß nicht, ob ich das irgendwie unter was brechen kann, wollte ich sagen. Ist jetzt mein Schild schon kaputt? Ich weiß es nicht. Wow. Das zieht mir halt irgendwie dreiviertel Leben ab oder so. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, das würde von meinem Schild aufgehalten werden, aber offensichtlich war das nicht der Fall. Okay, never mind. Warum? Ich habe eigentlich mein Schild gehoben. Miss Chanel. Das ist aber nicht okay von dir, finde ich. Ach, scheiße. Timing komplett versaut. Sieht ja schon irgendwie geil aus. Hä? Was? Ja, ich mache jetzt hier gar nichts, weil das hat meistens sowieso keinen Wert. Ja, gut. Ich könnte halt mehr die Speere noch werfen. Ich könnte auch meine Waffe einschmieren. Das Problem ist aber, dass wenn ich diesen Waffenbuff aktiv habe mit dem Feuer, dann zieht das kontinuierlich Leben ab. Sag mal, was war denn das jetzt schon wieder? Das ist ja gerade schon wieder die Katastrophenrunde vor dem Herrn. Was ist denn da los? Meine Güte, ey, da wächst mir doch glatt eine Titte auf der Stirn. Das ist ja echt schrecklich. Geht doch. Geht nicht so. Oh. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal zwischendurch einfach so irgendwie Schaden kriege. Ich weiß nicht wovon, um ehrlich zu sein. Warum? Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, mich davon zu befreien. Weil ich dann, wenn sie mich irgendwie nochmal trifft, wieder mehr von diesem Statuseffekt bekomme. Das ist irgendwie, das ist anders als in Souls zum Beispiel. Da ist es nämlich so, dass wenn du den Effekt schon hast, dann geht er runter und stackt nicht weiter hoch. Wenn er schon aktiv ist. Sag mal, mein Timing ist so beschissen gerade. Huch! Da ist mir glatter Fokus rausgesprungen vor Schreck. Jetzt mal mich kurz in Ruhe lassen. Chanel. Das hier ist nicht Channel 5 oder wie die ganze Scheiße heißt. Nee, Channel 21, ne? Diese komische Home-Shopping-Scheiße? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich doch da nicht so aus, Mensch. Ich bin nicht so die depressive Hausfrau. Mann! Ja. Was kriegt mich dann noch? Wovon nehme ich da Schaden in dem Moment? Ich weiß es halt wirklich nicht. Irgendwas muss da noch so nachbritzeln irgendwie. Oh, nee, ey. Why the shit? Jetzt kriegst du wieder ihren Anfall, natürlich. Ah, scheiße. Einmal kurz stehen geblieben. Und schon bist du ganz schön krass gebumst.
Scheiße, da hat sie sich nicht unterbrechen lassen. Verdammter Müll. Hi. Mano. Ich war gerade in der Findungsphase. Du. Ich gebe dir gleich nur noch Channel 20. Ich sag dir das. Sei nett. Scheiße. Zu spät ausgewichen. Coco Chanel. Zu spät. Ist mein Schild jetzt fort? Bin nicht sicher. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Tatsache. Einmal habe ich es geschafft, mich jetzt kurz zu befreien. Ich bin... Also ich weiß ja auch nicht, aber das war schon geil gerade. Boah, Stunlock. Stunlock ist echt eine widerliche Sache. Ich wollte gerade sagen, lebe ich noch? Aber nein, tue ich nicht. Scheiße, Mann. Aber in diesem Spiel ist es wirklich so, ihr seht das auch unten an meiner... Lebensleiste und auch an der Ausdauer, dass wir jedes Mal, wenn wir einem Gegner hier gegenüber treten, dass wir mehr Opfer bringen müssen. Und dementsprechend eher runter statt aufleveln. Also wir werden nicht stärker mit der Zeit. Das Einzige ist halt so auflevelmäßig, dass man mit jedem Gegner hier wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Leben dazu bekommt. Ich habe ja, ich glaube, nachdem ich den letzten besiegt hatte, ein bisschen Leben bekommen. So als Ausgleich vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Das ist halt wirklich 1 zu 1 Aldridge, ne? Ach, scheiße. Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Das war ganz schlecht. Au. Ja, nee. Lass mich mal kurz. Danke. Echt in Ordnung von dir. Ah, man sieht das doch. Warum weiche ich denn nicht aus? Ich habe zu spät wieder darauf geachtet, dass sie gerade so am Aufblinkel-Pinkeln ist. Chanel. So wird das nix. So kann ich dich nicht mit dem Schastchen verkuppeln. Das wird nix. Da steht nicht auch so eine Chanels. Da musst du mal deine Jacqueline und Chantal-Skills ein bisschen besser auf die Reihe kriegen. Was soll denn das? Das ist immer noch dreist, dass sie so, wenn man so dicht bei ihr steht, trotzdem nicht auf ihren scheiß Bogen verzichtet. Fuck. Das ist das, was ich nicht verstehe, dieses Nachbeben dann quasi. Jetzt rastet sie wieder aus, natürlich. Why not? Ich frage mich, ob man sie dabei irgendwie unterbrechen kann. Ich bin mir ja nicht sicher.
Nicht sicher, was das war. Kannten wir das schon? Würde fast behaupten, nein. Ach, scheiße. Sag mal, kannst du mal kurz wenigstens stehen bleiben? Chanelli. Was ist denn da los? Sind auf einmal ganz neue Moves hier am Start, oder was? Ach, scheiße, wieder zu spät. Halt dich bitte. Chanelli, Schnuggi. Lass es, bitte. Keine Ausdauer mehr. Fuck. Ganz schlecht. Rennen, Alter, das war knapp gerade. Ja, mach mal deine Übung da, das ist schon ganz schicki. Kann man machen. Oh, Brille kurz richten. Mensch, Chanel, du bist aber auch echt ein bisschen, weiß ich nicht. Oh, was? Ach du Sch... Was? Gesundheit? Was bist du denn? Was? Bitte was? Die hat volles Leben wieder? Also vorher ist es mir irgendwie besser gefallen. Kann mir auch nicht helfen. What? Da, okay. Das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Ja, scheiße. Okay. Was bitte? Die Geräusche sind aber auch schon Premium, oder? So ein bisschen. Warum da vorne? Wie hast du mich bitte da jetzt getroffen? Jetzt mal seriously. Das ist ärgerlich. Okay, aber das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Was zum Teufel? Was? Hätte ich sie töten können vorher, bevor das passiert? Also jetzt. Jetzt mal Tacheles geredet, Madame. War das die Titte auf der Stirn? Was ist da denn passiert, hä? War die Lust ein bisschen zu intensiv, hm? Sag, manchmal britzelt das so ein bisschen nach und ich weiß nicht warum. Okay. Ja, nee. Boah, das war knapp. Wow, das war echt knapp.
Mist. Meine Güte. Mist. Mist. Au. Halt dich mal kurz. Ach, scheiße. Vielleicht hätte ich da den großen, also das andere Schwert für nehmen müssen, ich weiß es nicht. Ist aber schon irgendwie eine geile Idee. Kann mir nicht helfen. Aua. Okay, ich habe nicht erwartet, dass es mich da trifft, um ehrlich zu sein. Nicht sicher, was die Entwickler geraucht haben, aber okay. Why the shit? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das verstehe ich nicht. Warum mich das da vorne trifft, also eigentlich waren so die Spuckeflocken irgendwie zig Milliarden Meter weiter, aber okay. Mal gucken, vielleicht kann ich dann wirklich in diesem letzten, bevor sie sich verwandelt, noch auf bolzen und sie so ausschalten, bevor sie diese merkwürdige Form annimmt. Ich weiß es nicht. Okay. Ich finde aber geil, wie weitläufig das Areal hier ist. I like that. Mist. Scheiß Timing gehabt. Ich finde es gut, dass das dann hier wenigstens mitscrollt, die Kamera. In Souls hat man ja oft dieses typische Problem, dass man dann den Gegner aus dem Fokus verliert. Nicht sicher, wie das gerade passiert ist, aber egal.
Das ist hier halt selten der Fall, dass man den Fokus verliert, was ich sehr, sehr gut finde. Wie gesagt, das ist so eine Sache, die finde ich in Souls meistens nicht so geil. Ich hasse das, wenn ich den Gegner aus dem Fokus verliere. Ach, scheiße. Treffen wir halt auch schon irgendwie mal ganz geil, ne? Könnte man mal machen. Nicht mehr sehe ich die Attacke auch gar nicht. Aber ja, man fährt auf jeden Fall am besten, wenn man seitlich rollt oder halt so versucht, so ein bisschen hinter sie zu gelangen. Au, Mist, das war doof. Da war jetzt wieder so ein Nachbeben quasi und ich weiß nicht wovon. Scheiße, gerade die Brille gerichtet. Ach, okay, das war doof. Das war richtig doll doof. Man weiß ja, dass sie dahinter noch viel mehr macht als nur so ein bisschen Scheiße. Ehrlich bitte, danke. Echt in Ordnung. Zu früh. I think. Aua. Na komm. Ach nee. Hör doch auf. Lass doch mal diesen Quatsch bitte sein. Huch, was war das denn gerade? Ist gerade dieses komische Etwas gespawnt oder was? Ich dachte, du machst doch deinen anderen komischen Angriff. War aber irgendwie nicht so, hm? Zu früh. Okay, das war komplett für den Arsch. Das war jetzt eher deprimierend ein bisschen. Mir fällt das Ausweichen leichter als das Parieren. Deswegen weiche ich jetzt auch eigentlich fast nur noch aus. Ich sehe manchmal ihre zweite Waffe nicht. Wenn sie in Angriff startet, wundere ich mich dann, warum ich Schaden fresse. Da habe ich zum Beispiel gerade kurz aus dem Fokus verloren, was? Was? Echt ungünstig, war? Ah, jetzt kriegst du wieder ihren Anfall. Ja, ja, kennen wir ja schon das Problem. Ich weiß nicht, wovon das kommt immer. Ich sehe es einfach nicht.
Ah, man hat halt auch so wenig Ausdauer nur. Das ist echt ungünstig, finde ich. Ja, zu dicht dran gestanden. Au. Ich wollte gerade sagen, fehlt eigentlich nur, dass man wieder mit dem Bogen nutzt. Mano. Warum? Scheiße, das macht auch noch Schaden. Das ist eine Scheißattacke, ganz im Ernst. Könntest du dich mal bewegen? Why the fuck? Ich krieg ständig Schaden. Wie entkommt man dem? What? In welchen tausend Jahren willst du mich denn damit getroffen haben, bitte? So, jetzt aber genug, bitte. Nicht noch mehr. Ja, erlösen. Bitte. Die Inkarnation der Lust wurde erhöht. Deine Gesundheit erhöht sich. Yeah. Immerhin etwas. Scheiße. Oh Gott. Na, dies wird noch lustig in diesem Spiel, glaube ich. Oh. Oh. Ich danke dir für die Hilfe, aber ich hoffe, du hast kein Mitleid mit mir, denn das kannst du dir sparen. Was willst du? Nur zu, mach, wonach dir der Sinn steht. Okay. Aber von mir brauchst du keine Hilfe erwarten. Willst du die Geschichte von Modik hören? Wer da, was ist Modik? Ja bitte. Modik war Feist Teiles Konkurrent. Er fechtete die Stelle des Kanzlers an. Wie auch immer, aufgrund seiner Minderwertigkeit tief in ihm waren seine Ambitionen vergebens. Er benötigte die gewaltige Kraft, um seine Schwäche zu überdecken. Er stahl den Schatz des Königs.
In Gefangenschaft wurde er der Avatar von Cowardice. What? Was möchtest du wissen? Nur keine Hemmung. Ich erzähl dir alles, was ich weiß. Danke. Ich glaube, das gucken wir uns dann nächstes Mal an oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ein bisschen verstört. Okay, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder rein und bis dahin. Tschüss.